Herzlich willkommen im Kindergarten Reitenhaslach. Mein Name ist Andrea Ripsam. Ich bin die Leitung hier im Haus. Wir stehen hier in einem ehemaligen Zisterzienserkloster, das für uns extra umgebaut worden ist. Ich lade Sie herzlich ein, sich ein Bild zu machen, durch unser Haus die Räumlichkeiten anzuschauen und etwas über unsere Konzeption zu erfahren. Wir betreuen hier 35 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und haben uns auch einen wunderbaren passenden Namen ausgesucht. Wir heißen Klosterspatzen. Das ist eine große Gruppe. Alle Kinder gehören in eine Gruppe. Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz mit einem offenen Konzept. Das bedeutet, die Kinder können tatsächlich in jedem Raum jederzeit spielen und die Spielpartner aussuchen. Durch diese niedrige Kinderzahl ist eine sehr familiäre Atmosphäre spürbar. Wir sind eine Kindergartenfamilie. Vielleicht noch ein bisschen was über unsere Besonderheiten und Stärken. Im gleichen Haus ist ja die Grundschule. Wir haben eine sehr, sehr gute und enge Kooperation mit der Grundschule zusammen. Die Kinder, die Vorschulkinder, die vor der Einschulung stehen, können die Schule kennenlernen. Die haben die Möglichkeit, die Schule öfter zu besuchen, sich anzuschauen. Sie kennen die Lehrerin und das ist eine sehr, sehr große Hilfe vor der Einschulung. Die sonstigen Besonderheiten, Schwerpunkte bei uns, unsere Lage natürlich, mitten in der Natur. Wir haben im Jahr 2020 die Öko-Kids-Auszeichnung bekommen, weil bei uns Umweltschutz, Nachhaltigkeit sehr großen Bereich einnimmt. Wir haben einmal in der Woche einen Naturtag, einen festen Naturtag mit auch viel Bewegung draußen. Wir haben da sehr tolle Möglichkeiten, uns auf den Weg zu machen. Wir sind entweder im Wald oder an der Salzach. Oder wir gehen den Rundgang, wo die Büffel sind in Reitenhaslach. Ein nächster Schwerpunkt ist die gesunde Ernährung, ist uns auch sehr, sehr wichtig. Außerdem Vernetzung mit dem Sportverein. Wir haben einen kleinen Bewegungsraum, darum ist es uns auch sehr wichtig, dass wir die Turnhalle, die städtische Turnhalle mitbenutzen können. Und der Sportverein bietet uns in Kooperation an, dass die Vorschulkinder einmal in der Woche Vorschulturnen können in der Halle und für die Kleinen ist auch einmal in der Woche mittwochs eine Sportstunde, das angeboten wird. Außerdem vielleicht ganz kurz noch eine Sache, die uns sehr wichtig ist. Wir haben uns auf den Weg gemacht und kooperieren mit dem Kneipp-Verein aus Burghausen, denn unser Ziel ist, ein zertifizierter Kneipp-Kindergarten zu werden. Und dafür haben wir die Voraussetzungen mit der Natur, mit dieser Lage und mit unseren Schwerpunkten. Ich denke, das wird ein besonderer Weg und dadurch werden wir uns besonders machen wollen. Das wäre jetzt unser Kindergarten Reitenhaslach. Ich hoffe, Sie haben sich ein Bild machen können. Und wir würden uns freuen, wenn Sie Ihr Kind bei uns anmelden würden.